Das Nebenkostenprivileg fällt weg und wie ihr dadurch mehr Sender bekommen könnt, Geld sparen und auch noch Netflix, Disney Plus und Co. dazu bekommen könnt, das erfahrt ihr jetzt und ich würde sagen, los geht's. Durch das Nebenkostenprivileg konnte euer Vermieter bisher die Kosten für den Kabelanschluss über die Nebenkosten abrechnen. Das ist ab dem 1. Juli aber nicht mehr der Fall. Ab dann müsst ihr selber zusehen, wie ihr euer lineares Fernsehen in eure Bude bekommt. Das kann aber auch einige Vorteile für euch bedeuten. Die meisten von euch haben wahrscheinlich eh schon ein Abo bei irgendeinem Streamingdienst und zahlen dadurch gegebenenfalls Gebühren doppelt und die fallen natürlich damit jetzt weg. Bevor wir jetzt aber zu den Streaming-Angeboten kommen, stelle ich euch erstmal noch zwei Alternativen zum Kabelanschluss vor. Das wären einmal DVB T2 HD, also erdgebundenes Antennenfernsehen, welches man je nach Standort auch über eine Zimmerantenne empfangen kann. Ganz ohne Kosten bekommt man dann diese öffentlich-rechtlichen Sender und falls man auch die privaten Sender haben möchte, dann muss man einen monatlichen Beitrag zahlen. Die andere Alternative ist das Satellitenfernsehen, wofür man dann eine Satellitenschüssel oben auf dem Dach haben muss. Darüber kann man dann aber alle gängigen Sender empfangen. Aber wenn ihr die dritten Programme in HD sehen möchtet, braucht ihr ein HD Plus Abo, das kostet 6 Euro im Monat. Und in naher Zukunft könnte es sein, dass die SD-Ausstrahlung bei den dritten Programmen eingestellt wird und man dann quasi irgendwie gezwungen ist, ein HD-Plus-Abo abzuschließen. Vergesst aber nicht die Initialkosten einer Satellitenschüssel, falls ihr nicht gerade eine auf dem Dach habt, denn von dem Geld könnt ihr wahrscheinlich viele Monatsbeiträge zahlen. Kommen wir aber zu den Streaming-Angeboten, die wir persönlich als Alternative bevorzugen würden. Für die braucht ihr nämlich weder eine Satellitenschüssel noch eine Zimmerantenne und ihr könnt auch ganz schön gute Angebote schießen. Beginnen wir mit Satu. Hier bekommt ihr das günstigste Modell schon für 6,49 Euro im Monat. Ihr habt dann 181 Sender und könnt aber nur auf einem Gerät streamen. Falls ihr aber noch andere Features wie zwei gleichzeitige Streams oder die mobile Nutzung auch auf EU-Reisen oder auch die Möglichkeit 100 Aufnahmen zu erstellen haben wollt, dann müsst ihr vielleicht auf Premium oder Ultimate zugreifen. Alle Abos bei Satu und auch bei allen anderen Streaming-Anbietern, die wir hier vorstellen, sind monatlich kündbar. Von Satu gibt es auch eine Free-Version, die hat aber nur 140 Sender, weil die Sender von der RTL Group, ProSieben und Sat1 sind nicht dabei und außerdem könnt ihr auf eurem Smart-TV auch nur 30 Stunden pro Monat gucken, also es ist begrenzt, aber möglich kostenlos zu nutzen. Über euren Browser könnt ihr aber unbegrenzt schauen. Es gibt aber noch einen Trick, denn falls ihr Satu über einen Schweizer VPN nutzt, dann habt ihr ganze 250 Sender statt über 100 und RTL und ProSieben habt ihr auch einen Free-Tarif dabei, während ihr in Deutschland dafür ein Premium-Abo benötigt. Deals für VPN-Anbieter haben wir natürlich auch auf Lager, also schaut dafür einfach in die Beschreibung, falls ihr das mal abchecken möchtet. Pay-TV-Sender bekommt ihr bei Satu aber auch mit Satu Plus für 9,90 Euro im Monat und da habt ihr dann Sender wie RTL Passion oder ProSieben Fun. Aber was Pay-TV angeht, hat Satu nicht so die Nase weit vorne. Da habt ihr zum Beispiel bei Waipu.tv bessere Optionen und deswegen kommen wir jetzt auch direkt mal zu Waipu.tv. Das günstigste Modell von Waipu.tv ist mit 7,49 Euro zwar ein Euro teurer als Satu. Dafür habt ihr aber auch mehr Sender, zwei Streams und 50 Stunden Aufnahme schon in dem kleinsten Modell. Und ihr habt noch die Waipothek, die noch einige On-Demand-Filme und Serien auf Lager hat. Dann gibt es noch das Paket mit Perfect Plus. Da habt ihr zum einen vier parallele Streams, dann könnt ihr 100 Stunden lang aufnehmen, habt noch mehr Sender und auch noch mehr Sender in HD. Und vor allem habt ihr mit dem Perfect Plus Abo ganze 68 Pay-TV-Sender, zum Beispiel Home of Horror, Love and Passion, Kinowelt Television oder RTL Crime HD, die insgesamt eine Vielzahl an Genres abdecken, sodass jeder genau das finden kann, was er schauen möchte und alle Interessen abgedeckt werden. Und auch die Sportfans unter euch können sich freuen, denn es gibt auch Eurosport oder Sport 1 oder sogar auch eSports HD. Falls ihr also ein bisschen mehr als das normale Fernsehen möchtet und gerne auf die ganzen Pay-TV-Sender setzt, dann lohnt sich Waipu.tv sicherlich für euch. Bei der Telekom bekommt ihr das Magenta TV Flex-Abo für 10 Euro im Monat. Da habt ihr dann über 150 Sender in HD, könnt 50 Stunden lang aufnehmen und könnt jederzeit jeden Monat kündigen. Falls ihr aber schon einen Internetvertrag bei der Telekom habt, könnt ihr euch ein TV-Abo dazu buchen, wie zum Beispiel das Basic 2.0. Zahlt dafür dann effektiv 5 Euro auf euren Internetvertrag drauf, habt dafür dann aber über 180 Sender und davon auch über 100 in HD, könnt drei parallele Streams laufen lassen und könnt auch 50 Stunden lang aufnehmen. Falls ihr aber noch ein Netflix, Disney Plus und RTL Plus Abo nebenher laufen habt, dann könnten für euch die Bundles ganz interessant sein, denn zum Beispiel bei dem Smart Stream Modell habt ihr RTL Plus Premium, das Standard-Abo von Netflix, also das mit Werbung und auch das gleiche von Disney Plus dabei. Dafür zahlt ihr dann bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten in dem ersten halben Jahr gar nichts und dann ab dem siebten Monat 17 Euro monatlich. Umgerechnet auf die zwei Jahre gesehen sind das dann 12,75 Euro im Monat, was ihr für das ganze Modell zahlt. Falls ihr aber absolute Werbung-Hasser seid, könnte auch das Megastream-Modell für euch interessant sein. Da habt ihr nämlich das RTL Plus Max-Abo ohne Musik dabei und auch
auch von Netflix und Disney die Standard-Abos ohne Werbung. Für das Megastream-Modell zahlt ihr bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten auch in dem ersten halben Jahr gar nichts und dann ab dem siebten Monat 27 Euro monatlich. Das wären dann effektiv monatlich 20,25 Euro. Dann gibt es natürlich noch Joyn und RTL Plus, also die Sonderfälle von ProSieben und RTL. Dabei gibt es bei Joyn keine RTL-Sender und bei RTL Plus auch keine ProSieben-Sender. Aber ihr könnt bei Joyn ja auch ganz viel kostenlos sehen. Also falls ihr zum Beispiel Germany's Next Topmodel nachschauen wollt, dann könnt ihr das bei Joyn auch kostenlos. Ihr habt da nämlich über 60 TV-Sender und darunter öffentlich-rechtliche, aber auch private. Neben dem Standardmodell von Joyn habt ihr aber auch die Möglichkeit, auf Joyn Plus zu upgraden. Das kostet dann 6,99 Euro im Monat. Da habt ihr dann keine Werbung, habt noch 6 Pay-TV-Sender obendrauf und kriegt auch noch mehr Serien und Shows im Angebot. Ganz viele Optionen, vor allem in Hinsicht auf Trash-TV und Spielfilme, habt ihr aber auch bei RTL Plus. Da beginnt das günstigste Abo bei 6,99 Euro. Da habt ihr dann einen Stream, also auf einem Gerät, habt aber Werbung dabei und könnt aber auch die Magazine und Podcasts nutzen. Falls ihr aber noch mehr Angebot haben möchtet, keine Werbung sehen wollt, das Abo eventuell mit anderen Leuten teilen möchtet oder auch Hörbücher hören möchtet, dann gibt's auch noch die Option Max oder Family. Kommen wir zum Fazit. Am allergünstigsten ist es natürlich immer, euch bei Freunden durchzuschnurren und deren Abos einfach mitzunutzen. Ansonsten kommt ihr auch mit einem gekoppelten Telekom-Vertrag für 5 Euro im Monat gut davon. Oder könnt das günstigste Abo von Satu für 6,49 Euro wählen. Dann gibt es natürlich noch den VPN-Trick, mit dem ihr auch ProSieben und RTL über Satu kostenlos schauen könnt. Unser Preis-Leistungs-Kracher ist aber das Perfect-Plus-Abo bei waipu.tv, weil ihr da einfach unglaublich viele Pay-TV-Sender habt und generell ein sehr gutes Angebot. Und falls ihr als Ultra-Streamer eh ganz viele Abos nebenher laufen habt, also Disney+, Netflix und RTL+, dann seid ihr bei der Telekom mit den 24-Monats-Bundles auch sehr gut aufgehoben. Wie ihr also seht, gibt es unglaublich viele Angebote und Möglichkeiten, bei denen ihr je nach Bedürfnissen frei wählen könnt, wie ihr am meisten Geld spart oder auch einfach am meisten Angebot habt. Also droppt gerne mal in die Kommentare, welches Angebot für euch am besten ist, was sich für euch am meisten lohnt. Und hier habt ihr noch ein Video verlinkt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Adios!